In der Stadt Nablus im Westjordanland sind zwei Palästinenser von israelischen Einsatzkräften erschossen worden. Die Hamas meldet, bei dem Einsatz seien mindestens 3 Männer getötet und 4 weitere verletzt worden. Unter den Toten sind einem israelischen Armeesprecher zufolge die 2 Palästinenser, die vergangenen Monat eine aus Großbritannien nach Israel ausgewanderte Frau und ihre beiden Töchter erschossen haben sollen. Bei dem Einsatz in Nablus kam es laut israelischer Armee zu einem Schusswechsel, nachdem ein Gebäude umstellt worden war, in dem sich die beiden Männer versteckt hielten.